Liebe Zuschauer, Up and Away. Der Goldpreis ist offenbar nicht zu stoppen und hat zum Start in die neue Handelswoche prompt ein neues Rekordhoch markiert. Was steckt dahinter? Was sorgt für einen solchen Rückenwind? Das verrät mir jetzt Daniel Rauch, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, was treibt denn den Goldpreis dermaßen nach oben? Ja, der Goldpreis hat dieses Jahr wirklich ein Rekordjahr, nicht nur was den Kurs als solches anbelangt. Bisher war der Kurs bei 1920 im Höchststand. Das haben wir heute Morgen in Asien spielend leicht übertroffen und momentan 1940. Also zum einen der Rekordpreis schlechthin seit 2011. Zum anderen ist es auch ein Rekordjahr, positiv wie negativ. Fangen wir mit dem Positiven an. Das ist die Nachfrage bei den Gold-ETFs, die ist enorm. Gestern Abend oder am Freitagabend waren es 742 Tonnen, die im bisherigen Jahresverlauf von den ETFs gekauft wurden. Und das ist deutlich mehr als die Nachfrage im Jahr 2009 war. Das war das bisherige Jahr mit den meisten Zuflüssen. Es war nicht nur ein bisschen mehr, es waren gleich mal 100 Tonnen mehr, also eine gehörige Summe. Gleichzeitig, um es einzuordnen, haben die ETFs auch mehr gekauft als alle Notenbanken der Welt zusammen im Jahr 2018. Also eine gewaltige Nachfrage, es hat den Goldpreis getrieben. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt auch negative Rekorde dieses Jahr zu vermelden. Ganz prominent ist Indien da zu nennen. Dort ist normalerweise die Schmucknachfrage sehr hoch und Gold wird da eingesetzt. Jetzt war es so, dass im April, also durchaus kurz nach der Corona-bedingten Schließung, dass dort nur 50 Kilogramm Gold importiert wurden nach offiziellen Angaben. Und im Vergleich, im April 2019 waren es 110 Tonnen. Also ein zu vernachlässigender Betrag und von daher, man sieht schon, dass der Preis steigt, ETF getrieben, aber so diese klassische andere Nachfrage wie dieser Schmuck oder auch Münzen und Barren, die Notenbanken, das sind etwas gedämpft und sorgt dafür, dass der Goldpreis momentan in Anführungszeichen nur bei 1940 US-Dollar steht. Blicken wir auf Silber. Manch einer sagt so ein bisschen der kleine Bruder des gelben Edelmetalls, aber nichtsdestotrotz der prozentuale Anstieg sogar noch größer aktuell als bei der Feinunze Gold auf 4-Jahres-Hoch, die Feinunze Silber. Ist das ein ähnliches Szenario, die große Nachfrage durch ETFs? Ja, ganz eindeutig ja. Die Nachfrage ist so gewaltig. Es wurde fast so viel auf die ETFs vereinnahmt wie von zwei großen Nachfragegruppen, also aus dem Schmuckbereich und Industrie, was die Solarzellenbeschichtung anbelangt. Da wurde fast ähnlich von Volumina gekauft. Also im Endeffekt, Silber steigt im Windschatten von Gold an. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt sowas wie dieses Gold-Silber-Ratio, also die Frage, wie viele Unzen Silber muss ich auf den Tisch legen, um eine Unze Gold zu kaufen. Und es ist dann so gewesen, dass Silber sehr günstig war im Vergleich zu Gold. Und es hat dann natürlich einige Kunden dazu bewogen, auf Silber zu gehen, insbesondere dann, wenn sie die Rallye bei Gold verpasst haben und dann versuchen, mit Silber nachzuholen. Das war übrigens im Jahr 2008 und 2009 recht ähnlich. Wir hatten dort den Goldpreis, der die Krise als erstes verlassen hat. Und dann mit ungefähr 3-4 Monaten Zeitverzug sind die weißen Edelmetalle, sprich Platin und auch Silber, haben dann massiv angezogen, haben den Goldpreis noch überholt, eben aus diesen Gründen, aus Gründen des Nachholeffekts. Und von daher, wer dann den Preis von Silber im Endeffekt abschätzen möchte, braucht eine positive Grundmeinung für Gold. Und dann sollte es mit dem Silberpreis eigentlich weiter nach oben gehen. Wie sieht es aus beim Platinpreis? Auch hier geht es natürlich in den Bereich der Edelmetalle, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung spielt eine Rolle. Ziehen die beiden quasi Gold und Silber am Platinpreis vorbei oder wie sieht es da aus? Ja, die ziehen am Platinpreis vorbei, weil allein die Wirtschaft, da müsste der Platinpreis eigentlich tiefer stehen. Platin wird vor allem in der Automobilindustrie verwendet und mit der schwachen Entwicklung dort, was die Autoverkäufe anbelangt, müsste Platin deutlich weniger attraktiv sein. De facto ist es eben auch diesen Windschatten von Gold, was Platinpreis drückt. Vielleicht bei manchen Investoren, die jetzt auch sehr langfristig unterwegs und einen langen Atem haben, werden sich schon entsprechend positionieren, was die Brennstoffzellentechnologie anbelangt. Also um die Brennstoffzelle, um die chemische Prozesse in der Zelle am Laufen zu halten und in Gang zu setzen, ist es so, dass da Platin verwendet wird. Und mit diesen ganzen Programmen, die momentan so aufgelegt werden, hat man schon den Eindruck,
dass neben der E-Mobilität auch noch die Brennstoffzellentechnik, Wasserstoff in den Fahrzeugen oder auch breit in der Industrie, dass das dann im Endeffekt noch Aufschwung erleben könnte. Und ja, wer den entsprechend langen Atem hat, der kann sich jetzt schon bei Platin positionieren. Und das ist ein Grund, warum Platin dann auch so die letzten paar Tage noch deutlicher gefragt war. Über Kupfer hört man in den Medien relativ wenig. Gold, Silber, Öl natürlich wird überall genannt, aber zu Unrecht, der Kupferpreis auf dem Niveau vor der Corona-Krise schon wieder angelangt. Korrekt, wobei es diesmal komplett anders ist als in den Jahren zuvor. In den Jahren zuvor war es üblich, dass die Nachfrage angezogen hat, insbesondere aus China, und dann der Kupferpreis gestiegen ist. Dieses Jahr ist es grundlegend anders. Und zwar die Nachfrage ist relativ stabil, haben wir wenige Einbrüche gesehen. Was dieses Jahr fehlt, ist die Angebotsseite, insbesondere aus Peru und aus Chile. Dort grassiert dieses Coronavirus und hat deutliche Einschränkungen, was den Tagebau anbelangt. Beide Nationen zusammen stehen für ungefähr 40% der weltweiten Nachfrage, also nicht zu vernachlässigen. Und ja, das ist der Grund, warum der Kupferpreis so gestiegen ist. Peru versucht es momentan, auf dem Weg zur Normalität zurückzukommen. Bei Chile ist es allerdings ganz anders und es kommt noch dort erschwerend hinzu, dass diverse Gewerkschaften in der Corona-Krise sich zusammengeschlossen haben und versuchen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Arbeiter auszuhandeln. Und das ist natürlich etwas, was den Minenunternehmen dort nicht gut tut. Und solange die Nachfrage dort nicht auf Normalniveau angelangt ist, solange ist der Kupferpreis bei nahezu gleichbleibender Nachfrage dann einfach attraktiv. Blicken wir noch auf den Ölpreis. Ich finde, das ist immer so eine besondere Situation. Hier spielt beispielsweise die OPEC ja noch eine große Rolle, also mit der Förderbremse. Versucht sie eben den Preis so rutsch nach unten zu verhindern. Allerdings, wenn der Preis wieder zu deutlich ansteigt, dann ist es ja auch nicht gewünscht. Dann würde es wiederum die Förderung beispielsweise in den USA durch Fracking ankurbeln. Also politische Themen, OPEC, Angebot und Nachfrage, die alle mischen mit. Wie sieht es aus beim schwarzen Gold? Wie ist da Ihr Fazit? Ja, beim schwarzen Gold ist es so, dass die OPEC da tatsächlich in einer Zwickmühle steckt. Zum einen sind die Staatskassen auch bei so einem reichen Land wie Saudi-Arabien hinterlassen eine Lücke. Weniger Einnahmen durch die niedrigen Preise, gleichzeitig sind die Sozialausgaben gestiegen, um die Wirtschaft und auch die Wähler, die Bevölkerung bei Laune zu halten. Das kann natürlich nicht auf Dauer gut sein. Allerdings, ja klar, beim Preis von 50, 60 kommt die Fracking-Industrie zurück und dann ist die Frage, welche Möglichkeit hat die OPEC eigentlich? Und aus meiner Sicht hat sie nur eine Chance, allerdings eine gewaltige und gewichtige Chance, und zwar auf Zeit zu spielen. Zeit aus drei Gründen. Zum einen zu warten, bis die Nachfrage wieder bei 90, 95 oder 100% des Niveaus vor Corona anbelangt ist. Das wäre natürlich am schönsten, kann man allerdings nicht beeinflussen. Zum Zweiten ist es so, dass die OPEC noch in einer relativ komfortablen Lage steckt, zumindest viele Staaten durften einen längeren Atem haben als die Unternehmen in Amerika, die einfach von Krediten abhängig sind. Also da kann die OPEC noch ein wenig auf Zeit spielen in der Summe. Und eigentlich ist es auch jetzt Zeit, die OPEC-Allianz, man spricht ja von der OPEC Plus mittlerweile, noch krisenfester zu machen. Man hat ja gesehen, wenn Russland und Saudi-Arabien an einem Strang ziehen, dann ist es für den Ölpreis, man kann ihn durchaus steuern. Und eigentlich wäre es aus strategischen Gründen jetzt sinnvoll für die OPEC, so eine Art Zentralbank des Öls zu gestalten. Also man holt sich noch weitere wichtige, bedeutende Nationen an Bord, um dort den Ölpreis dann nach eigenen Wünschen und Vorstellungen kontrollieren und auch lenken zu können. Das wäre dann für die OPEC eigentlich ein positiver Nebeneffekt von dieser Corona-Krise, die so viel Schmerz bedeutet hat. Also wir sehen es mal wieder, es tut sich unheimlich viel bei den Rohstoffen. Gold in dieser Woche zum Start gleich mit einem neuen Rekordhoch, aber auch die anderen Rohstoffe sind mehr als einen Blick wert. Kupfer, Öl natürlich mit einer ganz besonderen Geschichte, Silber, immer wieder sagt man, das ist der kleine Bruder des großen Goldes, performancetechnisch sogar jetzt schon momentan die Nase vorne. Also es tut sich unheimlich viel und ich sage Daniel Rauch, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management, ganz herzlichen Dank für den Besuch und für die vielen spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne. Dankeschön.